Bequemlichkeitszone gefangen. Die kennen einfach nicht diesen Zusammenhalt. Und da sind wir alle gefragt, dieses Zusammenhalt zu leben, zu zeigen und anderen Menschen abzuholen. Ich denke, das ist total wichtig. Und ein Instrument, um zu zeigen, dass wir zusammenhalten und uns organisieren können, ist eine Petition. Ich habe vorhin schon gesagt, aber es sind jetzt noch ein paar Menschen dazugekommen. Würde ich gerne wiederholen. Diese Petition gibt es auch im Internet und die kann man online unterschreiben, aber auch hier vor Ort. Ich habe die Unterschriftbögen dabei und mittlerweile haben diese Petition über 2000 Menschen unterschrieben. Forderung ist in diese Petition, die Ampel muss weg. Das müssen wir wirklich wiederholen, so oft, bis wir 1 Million Unterschriften haben. Und ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, diese Woche gab es eine Petition, wo es um Verbot der AfD ging. Die haben 800.000 Unterschriften gesammelt. Ich weiß nicht, in welcher Zeit, aber auf jeden Fall, das ist eine Leistung. Ob diese Zahl überhaupt stimmt, ist dahingestellt. Wir wissen, dass mit Zahlen sehr viel manipuliert wird und ich finde, das ist aber eine wichtige Sache, dass wir uns vereinen, dass wir uns organisieren, dass wir zusammenhalten, denn alles anderes ist zum Scheitern verurteilt. Das ist so. Ich kann auch sagen, ich habe hier die Spediteure, Landwirte, Bauer auch sehr stark unterstützt, indem ich dokumentiert habe und leider sind die meisten weggefahren und das ist so schade, weil es waren wirklich so viele da, man könnte wirklich was verändern. Probleme sind keine Franzosen halt nicht gelöst und die Menschen sind weg. Total schade. Deswegen lass uns zumindest mit einer Petition uns vereinen und zeigen, wie viele wir sind. Ich wiederhole nochmal, laut ARD Deutschland sind 82% nicht mehr zufrieden mit der Bundesregierung. Wenn wir diese 82% in eine Petition packen, dann macht das schon was. Das ist so. Alleine diese Zahl, ich habe ausgerechnet, da sind an die 70 Millionen Unterschriften. Also wenn wir das schaffen könnten, dann werden die auch Angst bekommen. Das ist so. Wir müssen das schaffen. Ja. Also nochmal, falls einer hier vor Ort unterschreiben will, gerne kommt zu mir. Dann gehen wir hinter der Kamera, weil wir haben hier auch Livestream direkt auf YouTube ungeschnitten, einfach so rein, wie es ist. Vorhin ist auch die Kamera einmal umgefallen, aber der Wind ist echt stark. Wir haben auch hier gleich Open Mic, also offene Mikrofon. Es wird sofort übertragen. Ne? Nochmal, wenn jemand etwas mitteilen mag, gerne. Eine Bitte nur. In den letzten 3 Jahren hatten wir hier eine besondere Krankheit unterwegs. Die darf nicht genannt werden, weil wir auf YouTube unterwegs sind und auf YouTube wird ziemlich stark zensiert, immer noch. Also das bitte in Betracht ziehen. Also diese moderne Krankheit nicht bei Namen nennen. Dankeschön.